Lieber Herr Direktor Peter Hoffmann, lieber Herr Aufsichtsratsvorsitzender Paul Ricken, beste niederländische Vrienden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute gibt es in Europa zwei bedeutende Ereignisse: die Eröffnung des Euroterminal 2 in Emlichheim-Kuhfordden und den Europäischen Rat in Lissabon. Natürlich ist für Sie, meine Damen und Herren, völlig klar, dass das wichtigste Ereignis und das wichtigere Ereignis die Eröffnung des Euro-Terminals hier in Emlichheim-Kuhfordden ist. Aber leider sieht das nicht jeder so in Europa. Und deswegen bedauere ich es ganz außerordentlich, dass ich entgegen meiner Zusage, und ich bitte sehr um Verständnis dafür, dass ich in Lissabon sein muss, 2 Tage früher war es so, dass der Präsident des Europäischen Parlaments am Anfang an den Gipfeln teilgenommen hat. Da es aber jetzt wirklich um die Zukunft der Europäischen Union geht mit dem Vertrag und ich hoffe, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen, bin ich eingeladen worden für beide Tage und ich bitte Sie sehr um Verständnis, wenn ich in Lissabon sein muss. Und am Ende dient es ja auch unserem gemeinsamen Interesse in den Niederlanden, in Deutschland, in der Grafschaft Bentheim, in Drenthe, in Kuhfordden, in Emlichheim, wenn Europa eine gute Entwicklung nimmt. Europa wächst zusammen und mit dem zusammenwachsenden Europa nimmt auch der Güter- und Warenaustausch und damit der Verkehrsumschlag stetig zu. Eine funktionierende und bedarfsgerechte Verkehrsinfrastruktur ist dabei das Rückgrat für einen effizienten Warenverkehr. Da die Leistungsfähigkeit der Euregio eng mit dem Güterverkehr verknüpft ist, hat sich die Bentheimer Eisenbahn AG früh für die Vernetzung von Verkehrsträgern als Mittel zur Bewältigung des Verkehrswachstums eingesetzt. Grundgedanke war dabei, dass kein Verkehrsträger allein in der Lage ist, das wachsende Verkehrsaufkommen allein zu bewerkstelligen. Meine Damen und Herren, die besondere Voraussetzung des Europarks Emlichheim-Kuhfordden ist eine strategische Lage an einem Knotenpunkt von Binnenwasserstraße, Schiene und Straße. Der im Europark gebaute Binnenhafen, die guten Anschlüsse an das internationale Straßennetz sowie die hervorragende Verbindung zu den europäischen Eisenbahnnetzen verleihen dem Euroterminal 2 hervorragende Wachstums- und Ausbaumöglichkeiten. Auch die dynamische Entwicklung im Seegüterverkehr wird das Terminal in die Lage versetzen, mit dem Angebot logistischer Dienstleistungen, aber auch durch die Bedienung wichtiger Wirtschaftszentren in ganz Europa für Speditionen und Reedereien ein attraktiver Partner zu sein. Ich freue mich sehr, dass es Ihnen gelungen ist, dieses für unsere Region so wichtige grenzüberschreitende Verkehrsinfrastrukturprojekt in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen. Es ist gleichzeitig auch ein sichtbarer Ausdruck der engen niederländisch-deutschen Kooperation und Freundschaft. Und so wünsche ich dem Projekt Euroterminal 2 und der Entwicklung des Europarks Emlichheim-Kuhfordden alles Gute und vor allen Dingen einen großen wirtschaftlichen Erfolg. Und meine Damen und Herren, wenn wir einmal einige Jahre zurückschauen, wir befinden uns hier, wie man sagen könnte, im Grenzgebiet Deutschland, Niederlande oder Niederlande, Deutschland. Und gleichwohl spüren wir diese Grenze, diese Staatsgrenze gar nicht mehr. Und lieber Peter Hoffmann, ich darf Sie persönlich ansprechen. Als wir uns kennengelernt haben, ich glaube, es war im Rahmen der ersten Europawahl 1979, da war hier noch eine Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland. Und wenn man abends über die Grenze wollte, dann konnte man die kleinen Grenzübergänge gar nicht benutzen, sondern man musste manchmal sehr, sehr weit fahren zu einem größeren Grenzübergang.
Und meine Damen und Herren, wir sollten niemals vergessen, welch großartigen Fortschritte wir in diesen Jahren seit der ersten Direktwahl 1979 gemacht haben. Heute ist das Europäische Parlament ein einflussreiches Parlament und mit dem Vertrag, der hoffentlich heute in Lissabon entschieden wird, politisch entschieden wird, der dann unterschrieben werden muss, ratifiziert werden muss, wird Europa weiter zusammenwachsen. Und dieses wird dann auch diesem Euro-Terminal hier in Emlichheim und Coevorden zum Vorteil gereichen. Und es wird ein Vorteil sein für uns alle in Europa und unsere Wettbewerbsmöglichkeiten in der Welt werden besser werden. Und so möchte ich diese Botschaft, die ich Ihnen übermitteln darf, heute auch zum Anlass nehmen, Peter Hoffmann für sein großes Engagement und allen Menschen hier, allen Verantwortlichen und allen, die daran mitgewirkt haben, im niederländisch-deutschen Verhältnis, die mitgeholfen haben, die Grenzen abzubauen, ein herzliches Wort des Dankes sagen und meine große Anerkennung insbesondere für Herrn Direktor Peter Hoffmann, aber alle, für alle, die diesen Weg mitgegangen sind. Meine Damen und Herren, gute Wünsche für einen erfolgreichen Tag in Emlichheim, Coevorden und ich hoffe, wir haben den gleichen Erfolg heute in Lissabon für die Zukunft unseres alten, sich immer wieder erneuernden europäischen Kontinents.